die Navigation. Na, Quatsch. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd7 Tech. Ich bin's, Ronny, und das ist der Dreamybot D9 Max. Und jetzt kommt hier der feine kleine Unterschied zum normalen D9, denn der heißt nicht umsonst Max, denn er hat eine gesteigerte Saugleistung von 4000 PA. Das Modell ohne Max hat nämlich nur 3000. Wir haben uns das Ganze ein bisschen angeschaut und wollen mal schauen, ob sich der Unterschied oder der Neukauf vielleicht lohnen würde. Bevor wir wieder zu den inneren Werten kommen oder den Reinigungsergebnissen, schauen wir uns das ganze Gerät natürlich von vorne und von oben und von unten und von allen Seiten an. Wie üblich ist es natürlich ein Gerät aus Kunststoff. Die Oberfläche ist so ein bisschen in Anthrazit-Schwarz gehalten, das heißt, so ein bisschen metallic schimmernd ist hier mit bei. Ja, leider Fingerabdruck anfällig. Ich glaube, das sollte aber nicht das Problem sein. So oft fässt man den wahrscheinlich nicht an. Es gibt zwei Bedienelemente auf der Oberseite. Man hat hier vorne den normalen Bumper. Den Dreamy-Schriftzug gibt es natürlich auch. Man sieht hier oben den Laserturm. Und wie gesagt, der Bumper besteht aus Kunststoff. Wie gesagt, das ganze Gerät besteht aus Kunststoff. Das ist jetzt nichts Neues. Auf der Unterseite sehen wir die Bürstenrollen. Auch die können wir wieder herausnehmen. Wir haben eine normalen Bürsten dran, so eine Art Silikonbürsten. Dann bis zu 2 cm Höhe können wir überfahren mit den Rädern hier. Das kennt man auch. Hier vorne ist das Lenkrad, nenne ich es jetzt mal. Und dann haben natürlich die Kontaktaufnahmen für die Ladestation. Die seht ihr dann hier links liegen. Auch die ist aus Kunststoff, sehr klein gehalten. Ein großartiges Kabelmanagement habe ich jetzt leider nicht dran. Das haben wir schon mal ein bisschen besser gesehen. Und ansonsten gibt es hier unten auf der Unterseite natürlich noch den Wischmopp zu sehen, den ich an- und abnehmen stecken oder an- und abstecken kann. Beziehungsweise eben die Sturzsensoren, dass das Gerät oder der Sauger nicht die Treppe runterstürzt. Weil er gerade auf dem Kopf liegt, hier sehen wir eine Bürste auf der linken Seite. Da gibt es natürlich auch Unterschiede bei anderen Modellen. Da gibt es 2 Bürsten, finde ich persönlich ein bisschen besser, wenn 2 Bürsten da sind, weil dann einfach gefühlt ein bisschen mehr Dreck aufgenommen werden kann. Wir sehen hier den Wischmopp, der mit einer elektronischen Wasserpumpensteuerung geregelt ist. Einfach einmal anklicken und dann nehmen wir das Ganze ab. Der Wassertank wurde abgenommen. Und dann hört man auch schon direkt die Sprachausgabe. Und auf der Unterseite gibt es eigentlich hier nichts weiter zu sehen. Schauen wir mal kurz auf die Oberseite. Wie gesagt, hier oben ist der Navigationskopf drauf, also der Laser-Umfeldscanner, der das Ganze dann 360 Grad scannt und in der App dann ersichtlich macht. Und wie gesagt, die Saugleistung beträgt 4000 PA. Das Staubkammervolumen von dem herausnehmbaren Staubbehälter liegt bei 570 Milliliter und der Wasserbehälter, also quasi dieses aufsetzbare Ding, hat nochmal 270 Milliliter, die wir mit Wasser befüllen können. Also auch nur eine Standard-Wischreinigung. Und ansonsten gibt es hier quasi eigentlich auch nichts Besonderes zu sehen. Das heißt, hier sind die HEPA-Filter drin, die dann natürlich jetzt auch schon ein bisschen beschmutzt sind. Kleines Tool, ein Werkzeug, um dann im Prinzip die Bürsten zu reinigen. Was dann direkt schon aufgefallen ist, hier vorne gibt es keine Rückstau- oder Rückstoßklappe, dass beim Anheben oder Verkanten des Saugroboters, wenn man zum Beispiel in die zweite Etage läuft, Schmutz rausfällt. Das war jetzt nicht ganz so schön gelöst. Wenn man ein bisschen drauf achtet, ist es aber jetzt auch kein großes Drama. Bevor wir ins Büro gehen und das Ganze mal live uns anschauen, gucken wir uns das Zubehör an. Und das habe ich quasi schon einmal ausgebreitet. Mehr gibt es leider nicht. Das heißt, der Lieferumfang ist schon sehr genügsam. Und jetzt gehen wir mal ins Büro. Ja, wir kommen direkt zum Härtetest. Wir haben jetzt hier schon mal einen kleinen Bereich vorbereitet mit Reis und Grieß und so ein bisschen sehr groben Dreck. Das ist jetzt tatsächlich auch, um es direkt vorwegzunehmen, ein kleiner Härtetest, weil ich denke, wenn ich sowas auf den Boden verkippt habe, nämlich meinen Staubsauger oder den normalen Wischmopp oder irgendwas, um das schnell wegzumachen. Aber wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Nebenbei seht ihr schon mal die App. Die ist natürlich sehr, sehr einfach aufgebaut. Ich kann den gesamten Raum reinigen lassen. Ich kann auch hier unten sagen, ich möchte den zweimal reinigen lassen. Ich habe hier einen Allesbereich. Dann sieht man alle Bereiche, die ich habe. Ich kann die Karten verwalten und kann auch entsprechend Karten abspeichern und bearbeiten. Und ich kann verbotene Zonen einstellen. Hier sieht man zum Beispiel, die rote Zone ist eine No-Go-Zone, wo er gar nicht hinfahren soll. Und diese lila Zone zum Beispiel ist ein Bereich, wo er nicht wischen soll. Das heißt, wenn ein Wischmopp aufgesetzt ist oder genutzt wird, fährt er den Bereich nicht an und meidet ihn. Die Teppicherkennung haben wir im Hintergrund schon mit angemacht, weil hier gibt es natürlich noch 1000 Einstellungen, die ich durchführen kann. Also das heißt, Wasserdurchflussrate und die Saugleistung, die ich dann manuell noch mit anpassen kann, wollen wir jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen, ist halt im Prinzip der Standard, sondern wir wollen jetzt hier einen kleinen Bereich markieren, wo er dann jetzt reinigt. Und dann schicken wir den auch los. Was man auch hört, ist die deutsche Sprachausgabe. Wenn ihr das Englische mächtig seid, könnt ihr natürlich auch das Ganze in Englisch euch ansagen lassen. Die deutsche Sprachausgabe ist klar und deutlich verständlich. Jetzt orientiert sich der Sauger einmal kurz, wo er denn sich im Raum befindet. Dreht sie so ein bisschen oben, der Lasersensor erkennt dann quasi die Position und dann steuert er direkt das Ziel an, was wir hier eingegeben haben. Das Ganze kann man natürlich so mehr oder weniger als Live-Feed auf der Map, auf der Karte, auf dem Smartphone auch nachvollziehen. Ist nicht ganz 1:1, aber man sieht zumindest, wo er lang gefahren ist.
Aufgrund der fehlenden LiDAR-Sensoren fährt er hier meistens auf Kontakt. Das heißt, der Laserscanner oben drum erkennt zwar die Raumabmessungen, aber nach vorne hin muss er meistens dann doch mal ein bisschen erfühlen. Das funktioniert aber gut, er fährt nicht zu hart an die Gegenstände ran. Hier muss ich aber auch sagen, bereitet die Wohnung einfach vor, dass im Prinzip Kabel, Katzenspielzeug, irgendwas Kleines, was sich in der Rolle verheddern könnte oder was im Weg sein könnte, was vielleicht umgestoßen werden könnte, dass das halt im Prinzip vorbereitet ist und verschwunden ist. Denn so arbeitet der Saugroboter natürlich dann deutlich effektiver. So, er fährt jetzt die Außenbereiche ab und wenn er die Außenbereiche abgefahren hat, nimmt er sich die Mitte vor. Der Saugroboter hat eine automatische Teppicherkennung, allerdings ist unser Teppich hier immer so ein kleines Phänomen, der ist immer ein bisschen zu dünn. Da erkennen die meisten Roboter dann einfach nicht, dass es sich um einen Teppich handelt. Normalerweise würde hier dann automatisch die Saugleistung erhöhen oder hätte den Wischmopp dran, diesen dann halt entsprechend meiden. Mit der höheren Saugleistung kriegen wir natürlich auch mal ein bisschen mehr Dreck weg, schauen wir uns aber gleich an, wenn es soweit ist. Man sieht auf jeden Fall, dass der Saugroboter sehr zielstrebig auf sein Ziel zufährt, wenn er den Raum erkannt hat und dann entsprechend auch seine Bahn fährt und den Dreck aufnimmt. Was hier natürlich mit auffällt, ist, dass der Grieß ein bisschen von dem einen Arm, von dem Reinigungsarm ein bisschen mit weggeschleudert wird. Das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen der Härtefall. Normalerweise würde ich hier wahrscheinlich den Sauger nicht mit hinjagen und den das reinigen lassen. Die Teppichkante ist auch bei den meisten Saugrobotern so ein bisschen das K.O.-Kriterium, weil er dann halt einfach da nicht so vernünftig saugen kann. Er nimmt halt einfach nicht alles mit auf. So, jetzt wird's spannend. Auch ohne Teppicherkennung, wie gesagt, auf der mittleren Saugstufe nimmt er hier auf dem Teppich schon mal eine Menge mit auf. Das Wegschleudern des Grieses hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Und da hat er auch die letzte Schmutzstelle mit überfahren. So ein bisschen gerade wie ein Formel-1-Kommentator, dem die Worte fehlen. So. Also, eins fällt auf, die Reinigung ist erstmal natürlich noch nicht perfekt. In dem Fall hätte ich den wahrscheinlich auch ein zweites Mal drüber jagen sollen. Denn man sieht, dass im Prinzip viel von dem Grieß oder von dem Reis jetzt einfach mit weggeschleudert wurde. Das ist halt einfach Gesetz der Schwerkraft und Fliehkraft von der Rolle. Das wird halt einfach weggestoßen. Wenn ich ein zweites Mal drüber fahre, nehme ich natürlich ein bisschen mehr auf. Habe ich zwei Rollen, habe ich die Chance, dass zum Beispiel auch so eine Teppichkanten schon deutlich besser mit gereinigt werden. Hätte er hier jetzt die Teppicherkennung gehabt, hätte er auch ein bisschen sauberer reinigen können, weil so ganz leichten Grieß haben wir noch hier drauf, ist aber nur minimal. Von den Reiskörnern hält sich das eigentlich in Grenzen. An der Kante wäre natürlich die hohe Saugleistung schön gewesen. Wie gesagt, das ist aber so ein Paradebeispiel von zu dünnen Teppichen, wo das halt einfach nicht immer funktioniert. Aber wie gesagt, Gesetz des Falles, ich lasse einfach den zweites Mal saugen, wenn ich so einen Dreck unbedingt machen möchte, dann klappt das eigentlich auch recht gut. Die Reinigung haben wir jetzt gerade gesehen. Bevor ich da nochmal ein finales Wort drüber verliere, kommen wir auch kurz zur Akkulaufzeit. Ein 5200 mAh Akku steckt hier drin, der leider 6 Stunden Ladezeit braucht. Beim Nicht-Max-Modell waren es 5 Stunden, das heißt, hier ist es ein bisschen mehr geworden. Ich denke, das liegt noch im Rahmen, weil man den ja wahrscheinlich nicht kontinuierlich reinigen lassen wird. Für 150 Minuten soll der Akku genügen, um die Wohnung zu reinigen. Das kommt aber auch immer darauf mit an, wie eure Wohnung geschnitten ist. Wenn die stark verwinkelt ist, vielleicht auch viele Teppiche sind, wo die automatische Teppicherkennung sehr oft anspringt oder viele Ecken umfahren werden müssen, dann reduziert sich die Laufzeit natürlich, aber das Schöne ist ja, er fährt ja automatisch an die Ladestation zurück, lädt auf und reinigt den Rest weiter. Das funktioniert gut, also da gibt es zum Beispiel keine Probleme. Und genau, was jetzt die Reinigungsleistung angeht, mag das für euch jetzt in dem Video bestimmt gar nicht so toll ausgesehen haben, weil einfach noch zu viel Grieß und Reis auf dem Boden lag. Hier muss ich einfach sagen, es ist eine Hardcore-Situation. Bei so einem Dreck würde ich den Saugroboter gar nicht losschicken. Da würde ich mir den Akku sauger nehmen oder einen Handfeger und das selber wegmachen, weil da bin ich schneller und effektiver. Aber man hat gesehen, dass er natürlich sehr viel Schmutz auch mit aufnimmt, dass das auch gut funktioniert. Selbst auf der kleineren Saugstufe von den vier, die man auswählen kann, und auch auf dem Teppich, wo der Turbo-Modus nicht angesprungen ist und die volle Saugleistung nicht aktiviert wurde, das liegt wirklich an unserem Teppich, hat der trotzdem sehr gut gereinigt. Das bedeutet schon mal, das funktioniert sehr gut, auch für groben Schmutz. Woran man auch erkennt, dass er vernünftig saugt, ist dann einfach der HEPA-Filter, weil ich habe den jetzt vor dem Dreh nochmal sauber gemacht und hier war wirklich ein kompletter Teppich mit Staub, Schmutz und Dreck von feinster Sorte, der hier mit eingefangen wurde. Das heißt, für den normalen Hausstaub, der anfällt, Haare, Fell, normaler Dreck, ist die normale Saugleistung wirklich schon ausreichend. Wer dann sozusagen mal größere Sachen aufsaugen will, kann dann von den 4000 PA profitieren. Die wird man aber gar nicht grundsätzlich brauchen. Und Langfuller-Teppiche ist dann auch irgendwo so ein bisschen das K.O.-Kriterium bei so einem
Saugroboter, weil sich da ja die Fasern des Teppiches natürlich auf der Unterseite in den Rollen festsetzen könnten und das bringt ja nichts. Also im Prinzip, wie ich schon sagte, bei Kabel und Co. muss man ja auch so ein bisschen vorher den Haushalt ein bisschen aufräumen, dass sie sich da nicht festhalten. Das heißt, für den normalen Alltag Saugleistung sehr gut, sogar überproportioniert, weil man das gar nicht braucht. Für ganz groben Schmutz ist dann der Reinigungszyklus zu schnell drüber gefahren. Wenn ich das ein zweites Mal machen würde, hätte ich ein deutlich besseres Ergebnis, das ist definitiv klar, aber wie gesagt, das war so der Härtefall, den wir jetzt gezeigt haben. Und die Teppichkante, so eine schräge Kante, ist natürlich schwierig. Wenn er da gerade ranfährt, das ist bei uns jetzt nicht gegeben, reinigt er natürlich auch komplett anders, als wenn er die schräg überfährt und sozusagen da gar nicht richtig saugen kann. Also das muss ich da dem Sauger jetzt erstmal nochmal vorwegnehmen, weil wir mit der Saugleistung im Samt nämlich ziemlich zufrieden waren. Er hat genau das gereinigt, was wir erwartet haben. Die Navigation ist präzise, die ist genau. Ja, er stößt gerne mal irgendwo an, macht das aber relativ behutsam und vor allen Dingen kann ich immer nachvollziehen, wo er denn gerade ist, weil die App wirklich gut funktioniert. Wir haben es ja mit eingespielt, die ist leicht bedienbar, intuitiv. Die Teppicherkennung funktioniert auf dem Badvorleger sehr gut. Das ist der einzige bei uns im Büro, der auch immer erkannt wird. Also da gibt es auch überhaupt keine Kompromisse zu anderen Saugern, die mit einer Teppicherkennung daherkommen. Was die Wischfunktion angeht, ist es immer noch ganz nett, dass ich das machen kann. Ich muss sie natürlich vorher benässen und einmal hier auffüllen. Dann zieht er halt eine nasse Spur mit hinter sich her. Aber da die Wischplatte nicht vibriert, oszilliert oder extrem viel Druck ausübt, ist es immer nur noch ein netter Zug, dass das mit dabei ist. Aber so richtig eine Grundreinigung, die kriege ich natürlich dann damit schon rein. Aber wenn ich wirklich richtig sauber haben will, dann mache ich das in dem Fall manuell. Das, was ich jetzt tatsächlich schuldig geblieben bin, ist der Preis. Nimmst du mir bitte nicht übel. Normalerweise nenne ich den immer mit am Anfang. Der Dreambot D9 liegt aktuell bei 220 Euro. Quasi das Max-Modell kostet jetzt gerade mal 40 Euro mehr momentan. Das sind 260 Euro. Je nachdem, wie das Angebot steht, vielleicht auch bei 300 Euro. Bei 250 Euro oder 260 Euro, finden wir, ist der auch definitiv gut aufgehoben, gerade weil die Lasernavigation wirklich sehr gut funktioniert und die App auch wunderbar klappt. Für 300 Euro, ja, da gibt es dann schon wieder die Konkurrenz, da würden wir wahrscheinlich sagen, okay, warte lieber, bis der Preis ein bisschen sinkt. Wer jetzt das, ich sag mal, nicht Max-Modell hat und mit den 3000 PA klarkommt, wo ich auch sage, das ist eigentlich völlig ausreichend, muss natürlich nicht wechseln. Wer jetzt sagt, okay, ich habe einen Teppich, der muss überfahren werden, der muss gereinigt werden, ich habe viele Tiere, da nehme ich die höhere Saugstufe gerne in Kauf, Lärmbelästigung geht eigentlich so mit um die 65 Dezibel maximal, dann ist der auf jeden Fall das Max-Modell definitiv eine sehr gute Entscheidung, gerade weil der Preis doch recht gering ist und halt einfach die Funktionalität auf jeden Fall gegeben ist. Was hier, wie gesagt, nicht im Fokus liegt, ist die Wischleistung. Das ist halt einfach nur nett, dass es dabei ist, dass da nasser Film mit drüber gezogen wird, ein bisschen feiner Staub mit aufgenommen wird. Aber für mehr ist es halt einfach nicht da. Genau, das soll es auch dann schon wieder gewesen sein. Kurz und schmerzlos. Ich denke, man muss auf so einen Saugroboter gar nicht mehr so extrem eingehen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Und vielleicht auch gleich eine Frage. Ist das für euch wichtig, wie hoch die Saugleistung ist? Oder kommt ihr mit den normalen 2000, 2500 PA, die so im Schnitt jetzt verbaut sind, kommt damit klar? Oder sagt ihr, nee, ich brauche mehr, ich will mehr. Teppicherkennung ist auch geil. Oder habt ihr irgendwelche anderen Features, die ihr vielleicht vermisst? Schreibt es gerne rein. Wir freuen uns über Feedback, weil danach können wir natürlich unsere Videos auch so ein bisschen gestalten und den Inhalt vielleicht noch ein bisschen aufwerten, weil wir da mehr Informationen haben, was vielleicht gewünscht ist. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Ein Beitrag davon findet ihr bei uns auf der Webseite nerdseven.de. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.